Schönen Vormittag, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Herzlich willkommen bei unserem nächsten Webinar, dem ersten im neuen Jahr. Auf diesem Weg auch von unserer Seite einen guten Start ins neue Jahr. Wir starten gleich wieder mit einem spannenden Thema, solare Nahwärme, die Zukunft des Heizens. Dazu haben wir eingeladen den Herrn Erich Temper von Gasocol und Alexander Friedrich von 3F Solar. Die werden uns zeigen, wie in Österreich und auch im Rest der Welt hoffentlich die Zukunft des Heizens ausschauen wird und welche Rolle Solarwärme dabei spielen wird. Davor noch, wird noch Gernot Wörter über das aktuelle Förderprogramm zu solaren Großanlagen berichten und zeigen, warum im Moment die Förderbedingungen so gut wie noch nie sind. Ja, zu Beginn darf ich noch kurz den Verband Austria Solar vorstellen. Wir sind die Branchenvertretung der Solarwärmeindustrie in Österreich. Wir vertreten rund 100 Unternehmen. Unsere Mitglieder sehen Sie hier aufgelistet. Und zusätzlich vertreten wir auch 61 Solarpartner-Installateure. Kurz zum Ablauf des Webinars. Dieses Webinar wird aufgezeichnet und dann auf unserem YouTube-Kanal zur Verfügung gestellt. Das werden Sie sich dann kostenlos jederzeit anschauen und natürlich auch gerne verbreiten. Und wenn Sie während des Webinars Fragen an unsere Referenten haben, dann können Sie die gerne schriftlich an uns stellen. Nutzen Sie dazu bitte die F&A-Funktion in Ihrer Menüleiste unten. Schicken Sie uns Ihre Frage schriftlich und im Anschluss an den jeweiligen Vortrag werde ich die Frage dann den Referenten stellen und sie werden sie dann für Sie beantworten. Ja, wir dürfen uns bedanken bei Gasocol, dem heutigen Sponsor, für dieses Webinar. Vielen Dank, dass Sie uns ermöglichen, dieses Webinar kostenlos zur Verfügung zu stellen. Und ja, wir können jetzt schon gleich starten mit dem ersten inhaltlichen Teil. Es geht um das aktuelle Förderprogramm für solare Großanlagen vom Klima- und Energiefonds. Und dazu darf ich jetzt dem Gernot Wörter das Mikrofon übergeben. Ja, schönen guten Morgen, auch im Namen des Klima- und Energiefonds. Ich hoffe, Sie können mich gut hören. Ich darf Ihnen heute unser Förderprogramm für große Solaranlagen vorstellen, was ich sehr gerne mache, weil ich glaube, es ist ein sehr interessantes und spannendes Programm. Es ist eine Kurzpräsentation, deswegen komme ich gleich zum Eingemachten. Worum geht es? Was fördern wir? Wir fördern drei Dinge. Zum einen wirklich die Investition, also sprich den Bau von Solaranlagen, derzeit von 100 bis 10.000 Quadratmeter. Und beim Themenfeld neue Technologien und innovative Ansätze von 50 bis 500 Quadratmetern. Und wir fördern das in 5 Themenfeldern, die ich Ihnen in ein paar Minuten zeigen werde. Wir fördern aber auch noch mehr. Wir fördern die Begleitforschung. Die ist aus unserer Sicht sehr wichtig, weil die macht die Beratung von Interessenten, von Förderwerbern. Das dient zum einen der Qualitätssicherung, aber sie beforschen und bemessen auch, begleiten auch besonders interessante Anlagen. Da werden Ergebnisse aggregiert, aufbereitet. Die werden zum einen an den Anlagenbetreiber zurückgegeben, aber die werden auch veröffentlicht, damit die ganze Community lernen kann, wie solche großen Anlagen funktionieren. Und als drittes, und das ist sozusagen seit heuer neu, fördern wir auch Machbarkeitsstudien. Da geht es konkret darum, dass wir gesehen haben, für große Projekte braucht es längere Vorlaufzeiten und auch eine bessere Planung. Deswegen unterstützen wir seit 2020 eben die Planung von Anlagen über 5000 Quadratmeter, wobei uns ganz wichtig ist, dass es hier einen klaren Umsetzungswillen gibt, eine Umsetzungsorientierung, weil wir im nächsten Jahr, also sprich heuer im Jahr 2021, die Möglichkeit schaffen wollen, diese geplanten Anlagen dann auch wirklich umzusetzen und zu bauen. Und das soll auch wirklich passieren. Ganz kurz ein paar Eckdaten zur Ausschreibung 2020. Sie sehen, wir haben letztes Jahr im Sommer gestartet. Die Ausschreibung läuft noch bis 26.02. um 12 Uhr. Das heißt, es ist noch genug Zeit, seinen Antrag zu stellen. Wichtig ist auch, es gibt ein verpflichtendes Beratungsgespräch mit der Begleitforschung. Da endet die Frist eine Woche früher, am 19.02. Bitte das nicht versäumen. Wir haben heuer ein Förderbudget von 2,5 Millionen Euro nationale Mittel plus eine ELA-Kofinanzierung, also europäisches Geld, das sozusagen noch oben dazukommt. Und ich gehe davon aus, dass wir sämtliche Projekte, die eingereicht werden, auch fördern werden können, auch wenn es über diesen Budgetrahmen hinausgeht, weil wir in Zukunft substanziell mehr Mittel für dieses Themenfeld bekommen werden.
derzeit in der Ausschreibung 2020 Fördermehranlagen bis 10.000 Quadratmetern. Das soll in Zukunft mehr werden. Und die Förderhöhe geht drauf bis zu 50% der anerkennbaren Investitionskosten, aber nicht mehr als 750.000 Euro, beziehungsweise wenn Sie eine EU-Kofinanzierung bekommen, nicht mehr als 1.250.000 Euro. Das ist sozusagen die rein pekuniäre, die rein finanzielle Unterstützung. Dazu kommt aber natürlich noch sozusagen das Know-how und der Input der Begleitforschung, das vielleicht da oder dort auch einen substanziellen Mehrwert darstellt, auch wenn man es nicht direkt in Euros ausdrücken kann. Die 5 Themenfelder, die wir unterstützen, sind zum einen die solare Prozesswärme, dann die solare Einspeisung in Wärmenetze, die hohen solaren Deckungsgrade, definiert bei uns mit mindestens 20% des Gesamtjahreswärmebedarfs. Dann die Solarthermie in Kombination mit Wärmepumpen und da fallen für uns auch die PVT-Kollektoren darunter seit 2020. Da werden wir heute, glaube ich, noch was hören dazu. Und die neuen Technologien. Für alle diese Förderfelder, Themenfelder, gibt es einen Effizienzdeckel, sozusagen eine maximale Förderung pro Megawattstunde nutzbaren Solarertrags. Ich gehe es jetzt vielleicht im Detail nicht durch, Sie finden das dann im Leitfaden. Aber es gibt sozusagen einen Deckel Euro pro Megawattstunde. Und das Gute ist, wenn Sie in die Begleitforschung aufgenommen werden, erhöht sich dieser Deckel nochmal um 25%. Und wenn Sie eine EU-Kofinanzierung, einen ELA-Kofund bekommen, dann gibt es diesen Förderdeckel nicht. Das heißt, da sind dann die Förderbedingungen sogar noch großzügiger. Dann können Sie noch mehr Förderung bekommen. Was ist neu 2020 für diejenigen, die das Programm schon seit längerer Zeit kennen? Was hat sich getan? Zum einen sind die PVT-Kollektoren jetzt auch im Themenfeld 4 möglich. Bisher waren sie im Themenfeld 5, das sind die Innovationen. Das ist auch weiterhin notwendig, also möglich, wenn es wirklich Innovationen gibt, aber ein PVT-Kollektor alleine sozusagen ist nicht mehr ausreichend dafür. Das ist aus unserer Sicht eine durchaus positive Sache, weil wir einfach gesehen haben, dass sich die PVT-Kollektoren immer stärker etablieren und auf den Markt kommen. Das ist gut so, das soll auch so sein. Und deswegen wollen wir das auch im Themenfeld 4 stärker unterstützen. Wir haben es auch geschafft, das Förderprogramm wieder weiter zu attraktivieren. Es bekommen jetzt auch Nicht-Wettbewerbsteilnehmer 5% Förderbonus sowie zu 5% Speicherinnovationsbonus. Das heißt also sprich Gemeinden, Öffentlichen, alles was nicht dem Wettbewerbsrecht unterliegt, ist jetzt sozusagen von Förderbedingungen in KMUs, kleinen und mittleren Unternehmen, gleichgestellt. Für das Themenfeld 5, das ist dieses innovative Themenfeld, wo diese Überleitung aus der Forschung passieren soll, haben wir gesagt, es ist auch möglich, dass einzelne Anlagen aus Kosteneffizienzgründen nicht in die Begleitforschung aufgenommen werden. Das heißt, da kann man verzichten, wenn es zwei baugleiche Anlagen gibt. Schaut man sich nur eine Anlage an, die andere läuft dann im Themenfeld 5 mit ohne Begleitforschung. Und das ist sozusagen ein bisschen eine Einschränkung. Wir haben in der Vergangenheit ein paar Projekte gehabt, wo es trotz signifikanten Warmwasserbedarfs rein elektrische Warmwasseraufbereitung gegeben hat. Sowas wollen wir eigentlich nicht mehr sehen, also beispielsweise beim mehrgeschossigen Wohnbau. Das ist jetzt nicht hart ausgeschlossen, sondern es wird nicht empfohlen. Und in der Praxis heißt das, das schaut sich die Jury kritisch an. Und wenn das dann wirklich von der Jury als negativ gesehen wird, dann wird es auch nicht unterstützt. Wichtige Punkte, auf was sollten Sie aufpassen? Die Frage ist immer, was wird jetzt von der EU kofinanziert, wo ist ein ELA-Geld drinnen? Das geht in der Praxis ganz einfach. Wir haben eine Webseite für die Klima- und Energiemodellregionen. Sie sehen hier den Link. Da gehen Sie einfach rauf, geben Ihren Investitionsstandort ein und wenn Ihr Investitionsstandort in einer KEM, in einer Klima- und Energiemodellregion liegt, dann bekommen Sie automatisch diese EU-Kofinanzierung. Da brauchen Sie auch nichts extra machen. Das läuft bei der Förderstelle sozusagen im Hintergrund automatisch mit. Was auch wichtig ist, EU-kofinanzierte Projekte werden vorrangig behandelt, das heißt, sie bekommen als erstes das Geld. Ganz einfach, weil es die politische Vorgabe gibt, dass man sagt, zuerst muss das Geld in Brüssel abgeholt werden und danach das Nationale. Die Bedingung ist jetzt, sagen wir mal, seit kurzem nicht mehr so relevant, weil, wie gesagt, wir gehen davon aus, dass wir alle Projekte, die eingereicht werden und die auch, sagen wir mal, den technischen Qualitätskriterien entsprechen, den Förderbedingungen entsprechen, auch unterstützen können. Wichtig ist auch, wie gesagt, das ist verpflichtende Beratungsgespräch bis 19.02.2021. Das bitte rechtzeitig vereinbaren. Da gibt es in der Praxis dann immer in den letzten Tagen, in der letzten Woche vor der Deadline hektische Telefonate und Terminabstimmungen. Wenn Sie die Unterlagen beieinander haben, schauen Sie, dass Sie es vorzeitig machen, dann sparen Sie sich das.
Was auch wichtig ist zu wissen, die Anlagen müssen bis zum 31.07.2022 in Betrieb sein. Bei ELE ist dann eine Verlängerung bis maximal Ende des Jahres 2022 möglich. Wir waren in der Vergangenheit bewusst immer sehr kulant bei Verlängerungen, weil wir wissen, dass das in der Praxis auch oft schwierig ist mit Baubescheiden und anderen Dingen. Das Problem ist, dass die EU-Budgetperiode ausläuft und jetzt eine neue beginnt. Und damit sind die Vorgaben, sozusagen wann etwas abgeschlossen sein muss, in der Regel jetzt wesentlich strikter als noch letztes oder vorletztes Jahr. Das heißt, das bitte wirklich mit beachten, das ist ein wichtiger Punkt. Gut, vielleicht noch zur Information. Ich meine, Sie kennen das wahrscheinlich schon zur Genüge, aber es ist eine Zeit schon am Markt. Ich gebe es Ihnen trotzdem nochmal mit. Es gibt diese AWS-Investitionsprämie, die läuft derzeit noch bis Ende Februar diesen Jahres. Man wird sehen, ob sie weiter verlängert wird, wissen wir nicht. Der wichtige Punkt ist, es gibt 14% für Öko-Investitionen, also da fallen auch Solarthermieanlagen darunter. Und wesentlich ist, das ist auch mit unseren Förderprogrammen kombinierbar. Das heißt, sozusagen, das Geld gibt es zu unserer Förderung noch einmal on top oben drauf. Man macht damit die Investitionen, glaube ich, doch noch einmal signifikant attraktiver. Und es gibt sozusagen das Pendant für den nicht wettbewerblichen Bereich zur Investitionsprämie, das nennt sich kommunales Investitionsprogramm. Auch das läuft noch und da bekommen Gemeinden nach einem fixen Schlüssel, der richtet sich nach der Anzahl der Einwohner in der Gemeinde, einen Betrag zugewiesen mit maximal bis zu 50% der jeweiligen Investition. Und auch das ist mit unseren Förderprogrammen kombinierbar. Das heißt, wenn Sie jetzt eine Kommune haben mit einem Nahwärmebetreiber, der nicht wettbewerblich arbeitet, ist das auch eine Möglichkeit, das mit unserem Programm zu kombinieren. Damit bin ich eigentlich schon am Ende. Eine kurze Zusammenfassung. Was ist wichtig von unserer Seite? Wir führen eigentlich die bekannten Teile des Programms im Wesentlichen fort. Wir haben ein paar Punkte sozusagen geschafft, wo wir das Programm auch nochmal weiter attraktivieren konnten aus unserer Sicht. Wichtig ist eben sozusagen, unsere Angebote, unsere Förderprogramme sind mit diesen zusätzlichen Konjunkturmaßnahmen kombinierbar. Das heißt, das macht die Gesamtunterstützung für Sie nochmal spannender. Heuer, also sprich 2020 und auch 2021, ist der Schwerpunkt eben auf großen Projekten. Und der erste Schritt zu großen Projekten sind eben diese Machbarkeitsstudien. Das wird jetzt unterstützt. Und im nächsten Jahr und auch heuer schon sollen diese Großprojekte dann auch wirklich mit Investitionsgeldern unterstützt werden, mit Förderungen dafür unterstützt werden. Und damit bin ich sozusagen schon da, wo wir derzeit stehen, Planungsstand Jänner 2021. Also wir haben zwar noch kein Jahresprogramm 2021, aber es gibt im Hintergrund schon ein paar Beschlüsse, die ganz wesentlich sind. Wir wissen, dass es in diesem Jahr wieder eine Ausschreibung geben wird. Wir werden versuchen, sie möglichst zeitnah an die derzeit laufende Ausschreibung anzuhängen. Es gibt wesentlich mehr Geld. Also es gibt einen Ministerratsbeschluss, in dem festgelegt worden ist, dass es in Summe 45 Millionen Euro für die Solarthermie in den Jahren 2020 bis 2022 geben wird. Dieses Geld wird direkt in dieses Programm kommen. Und mit diesem Geld, mit 45 Millionen Euro, wollen wir jetzt da wirklich einen Impact erzielen und wirklich große Anlagen, also sprich Anlagen über 10.000 Quadratmeter unterstützen. Und das wird die große Neuerung und der große Schwerpunkt der Ausschreibung 2021 sein. Mehr kann ich Ihnen dazu leider noch nicht sagen. Wir sind gerade dabei, unser Jahresprogramm beschließen zu lassen, die Ausschreibungsleitfäden zu schreiben etc. Wir gehen davon aus, dass ich sage mal, im April die neue Ausschreibung starten wird. Was fix ist, dass da drinnen stehen wird, es gibt weit mehr Geld als bisher. Also wie gesagt, wir reden von 15 Millionen Euro pro Jahr. Und was sicher drinnen stehen wird, ist, dass wir Anlagen über 10.000 Quadratmeter fördern werden. Ich glaube, das sind ganz gute Nachrichten und damit möchte ich gerne meine Präsentation beenden. Vielen Dank. Ich danke Herrn Wörter für den kurzen Überblick zum aktuellen Förderprogramm. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen an den Gernot Wörter. Sie nutzen dazu bitte einfach die F&A-Funktion in Ihrer Menüleiste unten. Schicken Sie uns Ihre Frage und ich werde sie dann dem Herrn Wörter stellen. Ja, in der Zwischenzeit, Sie haben gesehen, die Förderbedingungen sind wirklich sehr gut momentan und auch die Aussichten für die Zukunft sind gut bzw. schauen noch besser aus. Das aktuelle Förderprogramm läuft jetzt eben noch, also man kann fürs aktuelle noch einreichen bis zum 26.02. Und danach sollte relativ bald dann die nächste Ausschreibung starten, wo dann eben anscheinend noch mehr Geld verfügbar ist. Gut, wir haben die erste Frage bekommen
Und zwar fördert der Klima- und Energiefonds Solarthermie, also vor allem was Prozesswärmeprojekte betrifft, auch im Ausland, auch nicht in, also in Nicht-EU-Ländern? Nein, also wir sind ein Bundesfonds, wir fördern im österreichischen Bundesgebiet, aber wir fördern keine Projekte im Ausland. Okay, danke. Wenn Sie noch eine Frage haben, dann schicken Sie sie uns jetzt. Sonst gibt es auch ein ausführlicheres Webinar, das wir letzten Herbst noch durchgeführt haben. Das können Sie sich auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Da haben Sie nochmal viel mehr Details dabei, beziehungsweise natürlich gibt es auch alle Informationen auf der Website des Klima- und Energiefonds. Und Sie können sich natürlich auch gerne beim Herrn Wörter persönlich melden. Sie sehen hier seine Kontaktdaten, seine E-Mail-Adresse rechts im Bild. Es sind in der Zwischenzeit keine weiteren Fragen gekommen. Das heißt, ich bedanke mich mal beim Herrn Wörter und würde sagen, wir starten dann mit dem inhaltlichen Teil. Also heute, wie gesagt, das Thema ist solare Nahwärme und Sie werden jetzt einige Anlagen auch sehen, die ja, einfach gute Beispiele sind für Anlagen, die der Klima- und Energiefonds fördern könnte. Also solare Großanlagen über 100 Quadratmeter, die in der Nah- und Fernwärme sehr gut eingesetzt werden können. Den ersten Teil wird jetzt der Herr Temper von Gasokol übernehmen und darf den Herrn Temper bitten zu starten. Ja, dann einen schönen Vormittag auch von meiner Seite aus Sachsen, Oberösterreich. Ich hoffe, dass wir alle jetzt hören können. Bei Gasokol in der Jahreszeit, wenn man jetzt so rausschaut beim Fenster, denken zwar wahrscheinlich viele Rolle ans Heizen, aber sicher nicht alle ans Heizen mit der Sonne. Und aus dem Grund möchten wir dieses Webinar nutzen und Ihnen Möglichkeiten vorstellen, wie einfach und unkompliziert Solarthermie in verschiedenen Arten von, in dem Fall Biomasse, Nahwärmenetzen eingebunden werden kann. Kurz zu uns, Gasokol, wir sind Kollektorproduzent und Komplettanbieter für sogenannte Klein- und Großsolaranlagen, also die Produktion, die Planung, die Montage und auch der Service. Zuerst möchte ich einmal ein paar allgemeine Infos zur Biomasse Nahwärme aus Österreich geben, dann ein paar wichtige Parameter für die Solaranbindung und dann noch ein realisiertes Projekt vorstellen. Ja, wie schaut die Biomasse Nahwärme in Österreich aus? Also fast die Hälfte der Nah- und Fernwärme stammt aus Biomasse in Österreich. Das sind etwa 2300 Biomasseanlagen in Österreich. Zurzeit stoppt zwar der Ausbau von Neuanlagen oder diese Netzerweiterung. Darum wird vermutlich unter Umständen sicherlich in einigen Fällen die schlechtere Wirtschaftlichkeit im Sommerbetrieb sein, weil die großen Kessel für den Winterbetrieb dimensioniert sind und für den Sommerbetrieb zu groß sind, da in Teillast laufen und vorweise auch Betriebsprobleme dadurch ergeben. Und ja, genau zu diesem Punkt stelle ich Ihnen dann in den folgenden Folien eine Lösung dafür vor. Die Anlagen produzieren etwa 6400 Gigawattstunden Wärme pro Jahr und 70% dieser Heizwerke haben Sommerbetrieb. Und dies entspricht einem Wärmebedarf von 440.000 Megawattstunden, so circa in den Monaten Juni bis September. Und genau um diesen Wärmebedarf geht es, weil einfach dieser sommerliche Energiebedarf von Nah- und Fernwärmeanlagen lässt sich in den meisten Fällen mittels Solarthermie einfach und kostengünstig dann decken. Denn Fernwärme ist, oder Solarwärme ist Fernwärme aus 150 Millionen Kilometer Entfernung. Ich habe ja da keine Feinstaubbelastung, kein CO2, geringste Betriebsaufwände, Steigerung der Anlagenwirtschaftlichkeit im Sommerbetrieb, Reduktion der Teillaststunden vom Heizkessel und Steigerung der Lebensdauer vom Heizkessel. Dann gehe ich jetzt auf die Rahmenbedingungen drauf an. Da gibt es von der Austria Solar auch diesen Quick-Check Biosol. Hier können auch die Heizwerkbetreiber über ein paar Fragen herausfinden, ob ihre Nahwärmeanlage solartauglich ist. Also das ist auf der Homepage vom Austria Solar. Von meiner Seite ein paar Punkte. Erster Punkt, ich brauche einen Sommerbetrieb, natürlich ein Heizwerk, das im Sommer keinen Netzbetrieb oder Abnahme hat, wird dafür nicht geeignet sein. Ganz interessant, es gibt auch Biomasse-Nahwärmeanlagen, die im Sommer mit Gas oder Öl noch immer befeuert werden, heißen trotzdem Biomasse-Nahwärmeanlagen.
Aber da kann man auch mit solarthermischen Anlagen diesen Kessel weitgehend dann ersetzen und dass es ein reines Biomasse-Solar-Wärmenetz wird. Der nächste Punkt, die Rücklauftemperatur sollte im Bereich 60 Grad liegen, also drunter ist besser, drüber ist schlechter. Es schmälert natürlich den Solarertrag. Dann natürlich Dachfläche und Grundstücksfläche für die Kollektormontage soll oder muss vorhanden sein. Da muss nicht direkt beim Heizwerk diese Fläche am Dach oder am Grundstück sein. Es kann auch irgendwo anders sein, wo einfach eine saubere Netzeinbindung möglich ist und es können auch mehrere Teilflächen sein. Möglichkeit von einem zusätzlichen Pufferspeicher. Das kommt halt auf den gewünschten solaren Deckungsgrad und des Anlagentyps dann. Dann wichtig, ein Kessel mit Selbstzündung, vor allem dort, wo ich Solaranlagen mit hohen Deckungsgraden habe, wenn die thermische Solaranlage über Tage oder Wochen 100% den Wärmebedarf deckt, dass der Kessel auf Null runterfahren kann und im Bedarfsfall halt wieder zünden kann. Und das Allerwichtigste, natürlich ein Betreiber mit Begeisterung zur Solarwärme. Erst wenn die Betreibergemeinschaft geschlossen und hinter so einem Projekt steht, dann kann man weitere Schritte in Richtung Planung und so weiter dann setzen. Was ist wichtig bei den Montageflächen? Die Montagefläche für Kollektoren, was sind da wichtige Punkte? Erstens meine Dachmontage, die schräg, es geht Schrägdach, Flachdach, Freifläche oder die Fassade. Fassade eher in den seltensten Fällen, weil einfach diese Ausrichtung und Neigung eher weniger passt. Die verfügbare Montagefläche und Ausrichtung zum Netz, also Ausrichtung bzw. geringe Entfernung zum Netz, zum Puffer ist da wichtig. Die Freifläche bzw. bei Flachdächern muss die Aufstellfläche mindestens 2,5-fache Kollektorfläche betragen, damit sich die Kollektorreihen ineinander nicht verschatten. Schnee- und Windlast ist auch so ein Thema, wird oftmals unterschätzt und natürlich auch wichtig, Behördenauflagen, die muss man im Vorfeld dann kennen, damit man in der weiteren Planung bei den Feldern dann beginnen kann. Beispiele für Aufdachmontage, hier oben links die Anlage in Bolzbronn. Es ist eine Schrägdachmontage mit 624 Quadratmeter Aufdachkollektoren. Also sowas funktioniert und ist kostengünstig, dann speziell bei Neuanlagen oder neu errichteten Gebäuden. Bei Flachdächern werden die Kollektoren aufgeständert, hat oder geht mit Beschwerden links unten über Betonballaste oder auch dann über Stahlunterkonstruktionen. Also das hängt dann von der örtlichen Situation und Gegebenheiten auf, was für das Gebäude dann geeignet ist. Ja, Beispiele hier für die Freifläche. In der Freifläche wird eigentlich hauptsächlich mit Rammpfählen gearbeitet. Rammpfähle werden hier mit, also das sind Stahlpfähle, die werden hier mit einem Rammgerät ca. 1 bis 1,5 Meter in den Boden gerammt. Dies ist dann zugleich eigentlich die Unterkonstruktion für die Kollektoren. Die Möglichkeit besteht einreihig oder zweireihig. Zweireihig ist dann das Thema, wie man unten sieht, natürlich mit auch Windbelastungen und auch die gewisse Abstände notwendig zu Nachbargrundstücken und so weiter. Wie man rechts unten ein Beispiel von Nutzzuschlag sieht, das können auch muss nicht immer eine ebene Grundstücksfläche sein, es können auch Steilflächen als Montagefläche für Kollektoren genutzt werden. Also es gibt da viele Möglichkeiten, wie man diese Flächen entsprechend nutzen kann. Was man hier sieht, es sind keine Standardkollektoren, es sind Großflächenkollektoren speziell für diese Anwendung. Wie zum Beispiel hier unser Powersol, es ist ein Großflächenmodul mit einer Fläche von 13,57 Quadratmeter, Absorberfläche von 12,4 Quadratmeter, so ein Ding hat 335 Kilo, also es ist ein ordentliches Gewicht. Solche Kollektoren unterscheiden sich sehr stark von Standardkollektoren, die es sonst in ein- oder Mehrfamilienhäusern auf den Dächern befinden. Es ist ein Großflächenmodul mit Antireflex-Doppelverglasung, also zwei Glasscheiben, um die Wärmeverluste sehr stark zu minimieren.
Ich habe hier eine Rückwanddämmung von 80 mm im Vergleich zu Standardkollektoren, da liegen wir bei 30 oder 50 mm. Eine Seitendämmung, ein Hochleistungsabsorber, das erlaubt uns, Kollektorfelder von 100, 150 Quadratmeter in einem hydraulischen Feld zu verschalten. Dann, so ein Kollektor muss besonders gute statische Eigenschaften haben. Es handelt sich hier in diesem Fall zum Beispiel um ein doppelwandiges Rahmenprofil. So ist der Kollektor selbsttragend und nimmt sämtliche Schnee- und Windlasten auf. Somit kann er mittels nur zwei Rammpfählen im Regelfall aufgeständert werden. Also die Rammpfähle halten eigentlich nur mit dem Kollektor in Position und sämtliche statische Eigenschaften muss der Kollektor dann haben. Und mit welchen Hochleistungskollektoren habe ich bis zu 30% mehr Ertrag im Vergleich zu Standard-Flachkollektoren? Ja, zum Solarenergiespeicher noch ein paar Punkte. Speichermedium haben wir immer Wasser, nichts ist wirtschaftlicher. Es gibt hier Tages- oder Langzeitspeicher. Die Tagesspeicher sind vertikale Stahlbufferspeicher für Innen- und Außenaufstellungen, hauptsächlich aber große Speicher im Freien. Die Dimensionierung ist abhängig vom Netzverbrauch und von der Kollektorfläche. Eine Punktbelastung ist jetzt hier auch sehr zu berücksichtigen. Solche Speicherbeispiele mit 100.000 Liter Inhalt haben eine sehr große Punktbelastung. Also brauche ich ein statisch ausreichendes Fundament. Das kann auch natürlich dann schon etwas Geld kosten. Der Speicher muss mit dem Fundament verbunden werden, also verschraubt werden, weil die Windlasten ja auch zu berücksichtigen sind. Da haben wir gleich mal eine Höhe von 10, 15 Meter bei so einem Speicher. Und ja, das Thema Langzeitspeicher, da gibt es, soweit ich weiß, in Österreich noch wenig solche Projekte. Und es ist mehr ein Thema für, oder die solche Projekte gibt es dann in, vielerlei in Dänemark, wo die solare Einbindung, Nahwärmeeinbindung eigentlich schon viele Jahre in Großprojekten realisiert wird, aber ich denke, dass es hier in Österreich dann auch bald mehr Projekte gibt. Ja, jetzt mal ein realisiertes Projekt von uns aus dem letzten Jahr, das Solar- und Biomasse-Nahwärmenetz von St. Ruprecht an der Raab. Dieses Projekt haben wir im letzten Jahr erfolgreich umgesetzt. Vorab mal ein paar Daten. Der Standort ist bei St. Ruprecht an der Raab in der Steiermark, Bezirk Weiz, ist ein Ort mit 5000 Einwohnern. Der Geschäftsführer von dieser Nahwärme GmbH ist der Gerhard Matze, ist weit über den Grenzen der von St. Ruprecht bekannt. Der betreibt noch zwei weitere Heizwerke. Die Wärmeabnehmer haben wir da rund 90 Wärmeabnehmer, Wohngebäude und Gewerbe. Das Netz ist in den letzten Jahren sehr stark ausgebaut worden. Netzverbrauch liegt da etwa bei 5.500 Megawattstunden und wir haben einen täglichen Sommerverbrauch von 3,3 Megawattstunden. Da gibt es zwei Kesselhäuser. Das erste wurde 2003 in der Schulgasse errichtet mit einer Kesselleistung von 500 kW und einem 9.000 Liter Pufferspeicher. Das zweite Kesselhaus, größere, das sieht man hier in der Luftaufnahme, ist das Hauptkesselhaus in der Müllgasse. Es ist ein Kessel mit 1000 kW und 600 kW, ein Pufferspeicher mit 38.000 Liter. Und beide Kessel speisen in dasselbe Netz und werden hier dann von der Regelung bedarfsmäßig halt dann zugeschaltet. Was ist die Anforderung? Die Anforderung ist an uns gegeben worden, die Optimierung des Sommerbetriebs, um den ganzen wirtschaftlicher zu machen, den Sommerbetrieb möglichst emissionsfrei zu gestalten, also einen hohen solaren Deckungsgrad im Sommer zu erreichen. Die Reduktion der Betriebsaufwände, also es ist auch oder kommt regelmäßig vor, dass der Betreiber in der Nacht im Sommer ausrücken muss, weil irgendwo beim Kessel eine Störung war. Die Verringerung der Lastspitzen im Winter, also die Kesselleistung und das Buffervolumen ist auch hier auch schon generell schon sehr an der Grenze. Und auch die Optimierung der Hydraulik im kleineren Kesselhaus, im älteren Kesselhaus, dass hier auch die Solareinbindung dann möglich ist. Das Projekt 1,1 Megawatt Solarthermieanlage mit einer Fläche von rund 1600 Quadratmeter. Da hat es angrenzend schon ein Grundstück gegeben im Besitz des Betreibers.
einen zusätzlichen Pufferspeicher von 1000 Liter, 100.000 Liter in Freiaufstellung und dann, wie gesagt, die Optimierung der Hydraulik dann im Heizwerk an der Schulgasse. Hier nochmal das Kesselhaus zu sehen. Das Hauptkesselhaus, das ist wie gesagt das größere Gebäude mit dem braunen Dach, daneben dieser Hackschnittl-Reservehaufen. Daneben südlich gesehen dieses verfügbare Grundstück, schaut im ersten Blick optimal gelegen aus. Da hat sich dann im Laufe der Bewilligungsplanung herausgestellt, dass es ganz einfach nicht ist. Daneben befindet sich ein Bach und dieses Grundstück ist eigentlich als Hochwasser- oder Überschwemmungsgebiet für diesen Bach ausgewiesen. Und somit hat es da ein paar Einschränkungen für die Nutzung als Kollektorfeld gegeben. Zu denen gehe ich dann noch später ein. Und natürlich auch diese Sondergenehmigung haben wir eine gewisse Zeit gebraucht und haben auch ja, sehr stark halt am Terminplan etwas Einfluss gehabt. So schaut es jetzt aus. Eine sehr sauber und schön installierte Kollektorfeld. Es sind knapp 1600 Quadratmeter, also 117 Stück von diesen Großflächenkollektoren, 13 Reihen mit jeweils 9 Stück. Das Kollektorfeld hat eine Abmessung von 60x60 an verbauter Fläche. Also so ist, sieht natürlich dann sehr beeindruckend aus. Hier dann ein paar Fotos noch von der Kollektormontage im Detail. Da sieht man auch diese Besonderheit. Die Kollektoren mussten vom Boden 1,20 m bis 1,30 m weg installiert werden, dass im Falle eines Hochwassers das Hochwasser dann ungehindert abfließen kann und hier zu keinen Verklausungen oder was führt und natürlich auch im Interesse von uns, dass die Kollektoren im Falle eines Hochwassers nicht durchnässt oder beschädigt dann werden. Der Pufferspeicher hat hier ein Volumen, eben wie schon erwähnt, von 100.000 Liter. Das Material ist ein schwarzer Kesselstahl, Höhe 14 Meter, Durchmesser 3,20 Meter, Dämmung von 30 cm Mineralwolle und natürlich diese Aluminium-Außenmantel, um hier dann Wetter und Wind oder Regeneinflüsse hier dann entsprechend standzuhalten. Die Erfolgsfaktoren, die ganze Umsetzung ist sehr rasch gegangen. Die reine Umsetzungsphase war eigentlich hier nur 2 Monate, von Ende Februar bis irgendwo Ende April im letzten Jahr. Wie wohl wissen, auch in dieser Zeit war der erste Lockdown, selbst der hat eigentlich an den geplanten Inbetriebnahmetermin am 21.04. nicht wirklich einen Einfluss gehabt. Es ist eigentlich alles dann zeitgerecht über die Bühne gegangen. Seither haben wir 650 Megawatt Solarertrag, also irgendwo knapp 19 Monate. Der Solarertrag liegt jetzt bei etwa 25% über dem errechneten Ergebnis. Das Simulationsergebnis lag hier irgendwo im Jahr bei 650 Megawattstunden und wir haben das jetzt in 19 Monaten schon erreicht. Also alles, was in den nächsten Monaten noch kommt bis April, ist eigentlich dann schon über der Jahressimulation. Vermutlich werden wir da auf jeden Fall bei über 750 Megawattstunden dann im ganzen Jahr liegen. Stützenleistung von 1200 kW werden da erreicht und Tagesertrag von bis zu 6,3 Megawattstunden. Und letztes Jahr im Juli, wo da die Monate im letzten Jahr nicht unbedingt die gesegnetsten, was die Solareinstrahlung betrifft, waren, haben wir trotzdem im Juli beispielsweise 124 Megawattstunden Solarertrag erwirtschaftet. Es gab seit Inbetriebnahme keinen Anlagenausfall, es mussten nur ein paar Tage ein paar Regelungsparameter angepasst werden, aber ansonsten läuft eigentlich die Anlage seit dem ersten Tag wie ein Uhrwerk. Die CO2-Einsparung liegt jetzt bei irgendwo 152 Tonnen im Jahr. Gefördert ist das Ganze aus Klima- und Energievermitteln geworden und auch eine Landesförderung. Die Förderquote lag hier bei dem 45% und es gab eine Landes- und Bundesförderung. Der Wärmepreis ergibt sich halt somit etwa 22 Megawattstunden pro Jahr
auf eine Anlagennutzungsdauer von irgendwo 30 Jahren gerechnet. Also Entschuldigung, 22 Megawattstunden, 22 Euro pro Megawattstunde ist der Wärmepreis so. Also zusammenfassend von meinem Teil am Schluss, solare Großanlagen, Wärmenetzen sind wirtschaftlich, verringern die Betriebsaufwände eben von Heizkesseln, steigern die Wirtschaftlichkeit im gesamten Wärmenetz, sind wartungsarm und produzieren weder Feinstaub noch CO2. Wie gesagt, das war es von meiner Seite. Für Fragen stehe ich natürlich dann gerne zur Verfügung und übergebe dann weiter an meinen Kollegen. So, auch von meiner Seite ein herzliches Grüßgott. Ich bin Alexander Friedrich und ich werde einen kurzen holistischen Überblick über kalte Nahwärme, sogenannte auch Energienetze, geben. Ich bin mir sicher kein ausgewiesener Experte und deswegen werde ich eher den groben Überblick über diese Möglichkeit dieser niederen Temperaturen für höhere Effizienzen bei Wärmenetzen kurz darstellen. Diese Siedlung da unten, es wäre doch schön, wenn zukünftige Siedlungsbauten so viele Prosumer hätten, dass man sich untereinander austauschen mit Energie, Wärme und auch Strom kann. Das wäre ein schöneres und, glaube ich, sehr notwendiges Zukunftskonzept. So, die Definition von kalter Nahwärme oder Energienetzen ist, es ist eine technische Variante eines Wärmeversorgungsnetzes, das mit niedrigen Übertragungstemperaturen in der Nähe der Umgebungstemperatur arbeitet und daher sowohl in Wärme als auch Kälte bereitstellen kann. Es wird auch der Fifth Generation District Heating and Cooling genannt oder die Fernwärme und Kälte der fünften Generation. Man sieht hier diese zwei Kurven, das heißt, wir haben begonnen mit hohen Temperaturen über 200 Grad, das war die erste Generation, haben uns dann angenähert in 100 Grad, sind jetzt unter den 100 Grad und wir liegen jetzt circa, wie man auch vorher bei dem Beispiel gesehen hat, zwischen 70 und 120 Grad in den Fernwärmenetzen derzeit. Die im Gegensatz dazu, die blaue Kurve, die hier die Effizienz darstellt, sieht man, dass die dementsprechend hier aufholt. Bedeutet, die fünfte Generation noch niedere Temperaturen im Versorgungsnetz führt zu höheren Effizienzen. Kurze Merkmale und Vorteile eben dieser kalten Fernwärme und Energienetze eben. Also durch diese niederen Temperaturen und die meisten liegen dazwischen 10 und 25 Grad, wodurch diese Systeme eben mit deutlich unterhalb herkömmlicher Fern- und Nahwärmesysteme arbeiten. Die Leitungsnetze, man sieht das da rechts in dem Bild, das sind ungedämmte Rohrleitungen, das sind gewöhnliche Polyethylenröhre ohne Isolierung. Damit gibt es geringere bis keine Netzverluste. Wir haben größere Durchmesser natürlich, um die gleiche Wärmemenge zu transportieren. Und wir haben einen höheren Energiebedarf für die Pumpen, weil natürlich ein größeres Volumen durchgepumpt werden muss dadurch. Nichtsdestotrotz, wir können aber Niedertemperaturwärmequellen nutzen. Und das ist, glaube ich, die wirkliche Relevanz hierbei, dass man dementsprechend viel nutzbare Wärme hier ein- oder integrieren kann in diese Netze. Zum Beispiel Erdreich, Gewässerwärme, sicher war ganz wichtig auch in gewerbliche industrielle Abwärme und natürlich die Erneuerbaren von Solar, PVT und auch Überschussstrom, Power to Heat, nenne ich da nur kurz, ist auch möglich. So, die Langzeitspeicher, das ist sicher ein, also die Speicher sind sicher ein zentrales Element auch hier, wie wir vorher auch gehört haben, mit diesen großen Wasserwärmespeichern. Hier noch zusätzlich wären Erdbohrungen, Aquiferspeicher natürlich möglich, damit man dementsprechend hier saisonale Verschiebungen schafft. Das ist sicher ein Schlüsselelement. Ja, die Wärme- und Kälteversorgung mit gleicher Infrastruktur ist möglich. Ja, das sind durch verschiedene Netzkonfigurationen vom Einrohrsystem bis zum Vierrohrsystem. Werde ich kurz nachher ein Beispiel zeigen. Rechts sehen Sie hier so eine schematische Darstellung. Das heißt, wir haben Abwärme aus
zum Beispiel Rechenzentren, die durchaus ein sehr guter Abwärme- oder Wärmequelle sind. Wir haben hier diesen hier Ring an Energienetz und wir haben hier ein Erdwärmesondenfeld, hier ein PVT oder Solarfeld, das hier Einträge bringt und eben dann auch die Verbraucher von Wohnbauten. Genau diese hohe Systemflexibilität, genau der flexible Netzausbau, das heißt Erzeuger und Verbraucher können flexibel integriert werden und verbindet auch mit anderen Energiesystemen. Besonders gut ist eben dann der Einsatz natürlich, wo verschiedene Arten von Bebauung, Wohngebäude, Gewerbe existieren und somit sowohl Wärme und auch Kälte nachgefragt wird. Dann ein Beispiel. Ich durfte bei einem FFG-Projekt, Detus im Café, mitmachen, wo die Annex-Ingenieure und die AEE und die TU Graz maßgeblich für die Berechnungen und so zuständig waren von Energienetzen. Und hier ein Beispiel aus Zürich, das ist das in Friesenberg, ein Energienetz, das die Annex-Ingenieure hier betreiben. Und zwar, man sieht hier gut diese Wärmeeinträger, die gelben Punkte, diese zwei, das sind diese großen Rechenzentren, das ist natürlich dort aufgrund der Nähe sehr gute Möglichkeit gewesen, einerseits der Swisscom und zweitens der Credit Suisse, das heißt riesige Rechenzentren, die hier die Abwärme in diese Leitungen und in das Energienetz abgeben. Die blauen Leitungen sind jetzt eben das Energienetz, die grünen Leitungen sind die Subnetze, die roten, die damals geplanten Ausbaustufen, teilweise wurden die schon realisiert und die dunkelblauen Punkte sind eben diese Energiezentralen der Verbraucher, das sind somit diese Wärmeübergabe Zentralen oder auch Booster genannt, wo dementsprechend dann Wärmepumpen auf das gewünschte Niveau des Verbrauchers dann noch zusätzlich heben können, diese Wärme. Halbtransparente grüne Flächen sind eben diese Erdsondenspeicher. Zur Projektinfo, das sind insgesamt 2300 Wohneinheiten, die Hälfte derzeit ist am Energienetz angeschlossen. Wir haben eben diese Abwärme aus den Serveranlagen, 330 Erdsonden und man spart 1,6 Millionen Liter Heizöl pro Jahr mit diesem System ein. Und das, glaube ich, sollte hier eine maßgebliche Anreiz sein, auch genau die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung und Kälteversorgung eigentlich hier anzugehen. Und ich glaube, das sind auch die größten Vorteile ist eben, dass wir höhere Wirkungsgrade haben bei Energienetzen, dass wir Kraft-Wärme-Kopplung nutzen können, bis hin zu ungenutzter Abwärmepotenzial eigentlich ausschöpfen und auch die Nutzung der erneuerbaren Energien da integrieren. Und das ist, glaube ich, das Um und Auf, wie man diese, also es sind sicher komplexere und intelligentere Netze, aber sie haben auch viel mehr Möglichkeiten eigentlich der Einbindung und dadurch, dass auch noch der Heizwärmebedarf der neuen Wohnbauten dementsprechend sinkt und auch dort die Temperatur, wenn man da jetzt Richtung Bauteilaktivierung denkt, auch noch einmal sinkt, sind das sicher Möglichkeiten, dass man mit niederen Temperaturen höhere Effizienzen erzielt. Beispiele aus Österreich, das Energiekonzept für den Nordwestbahnhof, leider blieb es nur beim Konzept. Das ist noch ein bisschen, oder sehe ich da ein Problem derzeit. Warum? Also da war wirklich eigentlich alles angedacht, vom Energienetz in Kombination mit Erdsonden und Speichern wurde eigentlich dann Solarenergieeintrag, thermisch unterlegtes Abwasserenergie, Außenduft- und Abwärme-Kühlanwendungen. Also alles wurde da eigentlich reingepackt, gekommen ist nichts. Warum? Aus meiner Sicht ein bisschen das Problem, dass hier nicht eben gesamtheitlich die Stakeholder mit einbezogen werden und möglicherweise für so einen großen Siedlungsbau das zentral gesteuert wird, das Energiesystem, sondern dass natürlich einzelne Bauflächen an verschiedene Bauträger dann abgegeben werden, die dementsprechend dann immer ihr eigenes Süppchen kochen und das möglicherweise im Gesamten nicht wirklich dann das Gelbe vom Ei ist, wenn man so will, oder eigentlich gesamtheitlich gesehen keinen Sinn mehr macht. Und deswegen müsste man eigentlich, wie zum Beispiel in einem anderen Beispiel hier im Viertel 2 oder in der Geblergasse, das sind Energiekontraktoren, die dementsprechend hier die
Wärmesystem übernehmen und das natürlich dementsprechend für alle Bauten dort bereitstellen. Hier in der Gebnergasse, Smart Block auch genannt, ist sicher ein Vorzeigebeispiel in der Sanierung von städtischen Altbau, wo mir ein ganzer Block an Häusern sozusagen thermisch und energetisch verbunden wird. Und das Viertel 2 ist in Wien, in Pratergegend, wo eben auch dementsprechend die Abwärmenutzung und auch Abwasserwärme sozusagen hier ins Energienetz eingespeist wird. Ja, das ist ein grober Überblick, was Möglichkeiten sind, wenn wir Wärmenetze verbinden und die Gebäude auch prosumertechnisch einbinden in solche Wärmenetze und welche Möglichkeiten da bestehen. Und ich hoffe, dass die Zukunft auch diese komplexen, intelligenten Wärmeversorgungsnetze zulässt. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ich freue mich über den Routine. Danke vielmals. So. Vielen Dank an Erich Temper und Alexander Friedrich für den Vortrag. Sie sehen also, solare Nahwärme ist sehr vielseitig, kann nicht nur am Land, sondern auch in der Stadt eingesetzt werden und macht auch stetig weitere technische Fortschritte. Ja, jetzt haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Es sind schon ein paar Fragen gekommen. Ich wiederhole es nur nochmal. Nutzen Sie die F&A-Funktion unten und schicken Sie uns Ihre Frage schriftlich. Ich werde jetzt die Fragen mal durchgehen. Also die erste Frage richtet sich an den Herrn Temper. Sie haben ja erwähnt, die Kosten pro Megawattstunde bei dem Beispiel, das Sie gebracht haben in St. Ruprecht, sind 22 Euro. Mhm. Also pro Megawattstunde. Und ein Zuschauer hat gefragt, wie Sie das berechnet haben, also wie das methodisch funktioniert hat. War das mit Discounted Cashflow oder ja, vielleicht können Sie da. Ja, also die Anlage ist ja selber eigentlich soweit ja zu 100% vorfinanziert worden. Und im Prinzip sind hier die Kosten und die, also für die Errichtungskosten, die Betriebskosten auf eine Nutzungsdauer von 30 Jahren gerechnet und da halt der Wärmeertrag pro Jahr dann gegenübergestellt und das wird dann runtergerechnet. Also irgendwelche Kredite oder solche Sachen sind da nicht eingerechnet. Okay. Dann eine Frage an den Herrn Friedrich. Sie haben ja von den Rechenzentren gesprochen, die auch für die Abwärme genutzt werden können. Und ein Zuschauer schreibt, oft ist meines Wissens in Wien das Problem, dass die Abwärme von Rechenzentren nicht genutzt wird, aus Bedenken, dass die internationalen Rechenzentren aufgelassen oder abgesiedelt werden. Wie kann diese Problematik gelöst werden, speziell in Wien und Österreich? Haben Sie da irgendwelche Erfahrungen, Herr Friedrich? Nein, mit der Ab- und Ansiedlung von Rechenzentren habe ich keine Erfahrung. Grundsätzlich kann man aber, glaube ich, sagen, dass Rechenzentrum, also im urbanen Raum stehen, ja, also dort lokalisiert sind und die Abwärmetemperatur bei üblichen luftgekühlten Rechenzentren knapp bei 30 Grad beträgt und hier sind die Einspeisungen in kalte Nahwärmenetze besonders sinnvoll. Ja. Und auch, glaube ich, der Bedarf an Rechenzentrum maßgeblich steigen wird. Ja. Okay. Dann eine Frage zu den Kollektoren, die richtet sich an den Herrn Temper, wenn ich das richtig sehe, sind die Kollektoren, die Gasokol verwendet, mit einer Solarflüssigkeit befüllt oder nur mit Wasser? Und gibt es denn die Probleme damit, dass das Wasser einfriert? Ja, es sind im Prinzip ja Flachkollektoren eigentlich immer mit also Glykol-Wasser-Gemischen betrieben. Und ja, also das ist natürlich mit reinem Wasser wäre es natürlich nicht möglich. Also da würde es natürlich einfrieren. Okay. Dann noch eine Frage an den Herrn Friedrich, eine Nachfrage zu den Rechenzentren. Können Sie die auch kühlen mit Energienetzen oder wird da nur die Abwärme verwendet? Nein, also dadurch, dass da natürlich dementsprechend niedere Temperaturen sind, kann es auch bei zum Beispiel, es gibt Vierrohrsysteme, wo dann verschiedene Verbraucher entweder mit Heizung oder auch mit Kühlung versorgt werden können. Ja? Also das ist eben genau der springende Punkt eigentlich bei diesen Energienetzen. Durch diese niedrigen Temperaturen ist eben der Kühlbedarf der Gebäude auch möglich zu bedienen. Okay, danke.
Dann noch eine Frage an den Herrn Temper. Ist das, denke ich, können Sie nochmal den Jahresertrag in Kilowattstunden je Quadratmeter Aperturfläche nennen? Ich glaube, das Beispiel St. Ruprecht. Wenn wir jetzt davon ausgehen, mit irgendwo 750 Megawattstunden der Jahresertrag, liegen wir da bei irgendwo 530 in Richtung grob. Okay. Danke. Dann eine Frage zum Pufferspeicher. Ist das ein Vakuumpuffer von Hummelsberger Bayern? Nein, das ist ein, also der Mantel, also der Sennenlehm oder der ist ein Stahlmantel. Außen ist eine Dämmung mit 300 mm Mineralwolle, also nichts mit irgendwelchen Vakuumdämmungen oder sonstigen. Mhm. Also es ist ein deutscher Fabrikant, dieser Puffer. Ja, okay. Dann noch eine Frage zu den Rechenzentren. Gibt es da langfristige Abwärmeverträge? Wie gesagt, zur Berechnung und zu den Details leider, speziell bei Rechenzentren, kann ich jetzt, glaube ich, nicht sagen. Also ich weiß von dem Projekt da bei Friesenberg, dass die durchaus interessiert waren, hier auch die Abwärme in das System abzugeben, bevor sie es verpuffen lassen. Das ist einerseits eine Image-Sache, glaube ich, für Swisscom und Credit Suisse gewesen. Aber dazu gibt es auch auf der Homepage, finden Sie dieses Beispiel, und da gibt es ein kurzes Video darüber, wie die, aber die inneren Verträge zwischen der Abgabe und wer was für Wärme bekommt, der Verbraucher, weiß ich nicht mehr. Okay. Dann noch eine Nachfrage zu der Wirtschaftlichkeitsberechnung von der, ich glaube, es geht wieder um die Anlage in St. Ruprecht. Ist das noch eine Nachfrage dazu, ist das eine reine statische Wirtschaftlichkeitsberechnung und keine dynamische Berechnung über 30 Jahre? Das ist eine reine statisch gesehene Berechnung. Wie schon gesagt, also die finanziellen Mittel waren ja hier schon im Vorfeld ja ausfinanziert und somit ist das eigentlich eigentlich statisch gerechnet. Also so sieht es auch der Betreiber. Also diese Rechnung kommt vom Betreiber. Okay, danke. Ja, das waren jetzt einmal alle Fragen, die bis jetzt gekommen sind. Sie haben noch kurz die Möglichkeit, weiter Fragen zu stellen. Ich glaube, in der Zwischenzeit kann ich vielleicht noch ein paar kurze Hinweise geben. Und zwar der Herr Temper hat zum Beispiel den Quick-Check erwähnt von Austria Solar, womit sie innerhalb von, also der richtet sich vor allem an Heizwerke, Betreiber, die da mit unserem Quick-Check, den Sie eben auf unserer Website solarwärme.at finden, innerhalb von 5 Minuten berechnen können, ob sich so eine solare Großanlage auszahlt für ihr Heizwerk, ob sie den Sommerbetrieb übernehmen kann, und das liefert Ihnen auch gleich Zahlen dazu, wie groß die Kollektorfläche ungefähr sein müsste und wie viel das ungefähr kosten würde. Also das ist schon mal eine erste Abschätzung, die Ihnen schon einmal einen guten Eindruck liefert, ob sich so eine solare Großanlage für ihr Heizwerk auszahlen würde. Genau, und natürlich haben wir dazu auch schon ein Webinar gehabt im letzten Monat, im Dezember, das Sie auch nachschauen können auf unserem YouTube-Kanal. So viel dazu. Ja, in der Zwischenzeit sind keine weiteren Fragen gekommen. Dann sage ich einmal Danke an alle Zuseher und Zuseherinnen fürs Dabeisein. Danke an Alexander Friedrich und Erich Tempel für den Vortrag. Von mir gibt es jetzt noch ein paar abschließende Hinweise. Wir möchten Sie einladen, unseren Newsletter zu abonnieren. Über 670 Leute haben das schon getan. Damit sind Sie immer gut informiert über die aktuellen Ereignisse in der Solarwärmebranche, und der Newsletter ist auch der beste Weg, um immer aktuell informiert zu sein über unsere Webinare. Einfach unsere Website direkt auf der Startseite abonnieren. Zusätzlich möchte ich Sie einladen, Mitglied zu werden in unserem Verband, wenn Sie für ein Unternehmen oder eine Organisation arbeiten, das in eine der Kategorien passt, die Sie hier rechts aufgelistet sehen. Dann sind Sie bei uns richtig und werden dann in alle unsere Tätigkeiten eingebunden und sind noch besser informiert über alles Aktuelle in der Branche. Abschließend noch der Hinweis auf unser nächstes Webinar. In 2 Wochen wieder um 10 Uhr, so wie immer.
Das Thema nächste Woche, Solar to the Max, wie man hohe solare Deckungsgrade erreicht. Dazu wird Walter Becke von der AEE Intech referieren. Eben in 2 Wochen. Sie können sich jetzt schon anmelden. Die Teilnahme ist wie immer kostenlos. Einfach auf unserer Website solarwärme.at/webinare. Und wenn Sie alle unsere früheren Webinare anschauen wollen, wir haben ja mittlerweile schon einige, das ist heute unser 16. Webinar, können Sie die auf unserem YouTube-Kanal nachschauen. youtube.com/user/austriasolar. Ja, also noch einmal vielen Dank an alle Referenten von heute, Gernot Wörter vom Klima- und Energiefonds, Erich Tempel von Gas und Kohl und Alexander Friedrich von 3F Solar. Und vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Und ich darf mich jetzt bei Ihnen verabschieden und wünsche noch einen schönen Tag.